Mauspfeil vielleicht noch aus dem Bild nehmen, stört ein bisschen. Und dann gucken wir uns hier mal weiter um. Im Sumpf. Toller Sumpf. Ich mag Sümpfe. Sümpfe sind toll. Na, kannst du dein Feuer mal auslassen? Gibt's doch nicht. Ich habe doch da drüben noch was gesehen. Genau da. Fliegen, ihr könnt mal herkommen. Ohne mich zu verletzen, das wäre sehr nett. Das Ding da drüben, was da leuchtet, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wie vergiftet jetzt schon? Aua. Na, das geht ja schon gut los hier. Schon der erste Flakon wieder alle. Und schon wieder vergiftet. Wunderbar. So, was liegt denn da hinten für eine dicke Larve rum? Ärgern wir die? Ja, die ärgern wir. Die keine Pfeile. Da sind sie. Nix. Ja, viele Leben hat das Vieh nicht. Das kannst du vergessen. Hey, 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 hey. Au. So. Warum lag das Vieh da jetzt rum? Gibt es da hinten irgendwas? Ich traue mich gar nicht, da reinzugucken. Nee, da gibt es nichts. Schnell wieder raus, schnell wieder raus. So. Sehr gut. Riesenmoskito. Zwei Riesenmoskitos. Und jetzt sind wir wieder vergiftet. Eieiei. Gut, dass wir so viele Pfeile gekauft haben. Wäre doof ohne. So, da drüben geht eine Ranke nach oben und da hinten liegt noch was. Da sind nochmal so eine dicken Larven. Mehrere sogar. Aber hier gibt es überall nichts. Ja, wir können mit dir auch nochmal spielen, wenn du das unbedingt möchtest. Du gehst ja Gott sei Dank relativ schnell tot. Und da hinten liegt halt noch was. Da will ich hin. Na komm, komm. Ach, zu langsam. Da waren wir zu langsam. Genau, tritt mal gegen das Vieh. Hallo, treffen. Ah. Leben, 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 leben. Eieiei. Und noch viel mehr laufen. Wunderbar. So, schnell durch hier. Eine große Scherbe, sehr schön. Au. Nicht so cool, nicht so cool, nicht so cool. Lass mich mal raus hier, bitte. Nein. Da wollte er zu viel. Zu unvorsichtig. Viel, viel zu unvorsichtig. So, Seelen. Schnell hier durch. Eine Schneide und schnell weg. Ah, da kommt man nicht hoch. Och, kommt Leute, kommt. Nein. Sehr ungünstige Position da zum Sterben. Sehr ungünstige Position. Oh Mann. Aber wir haben eine Schneide bekommen.
was auch immer eine Schneide ist. Gucken wir uns mal direkt an. Schneide. Fallschirm Schneide. Schneide ist ein Schwert mit E auf Stärke und C auf Geschick. Hm. Ist jetzt nicht so der Burner. Und können wir auch noch gar nicht tragen. Haben wir zu wenig Stärke für. Wie sieht das Fallschirm aus? Das hat E und B. Das ist auch nicht so gut. Das Ding ist nicht schlecht, aber braucht auch 40 Stärke. 220 und minus 177 für das Großschwert. Warum ist denn das so schlecht? Warum minus 177? Weil wir nicht genug Geschick haben. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Und selbst unser Langschwert ist immer noch nicht stark genug, um mit dem Drachenschwert mitzuhalten. Ja, gut. Wie sieht denn das eigentlich mit Rüstungen aus? Wir haben noch vorhin irgendwas Elitemäßiges gefunden. Was ist denn ein Wandermantel? Na, der ist ja öl. Eine Elite-Ritterrüstung. Wiegt 11,7 Kilo. Wir müssen nochmal den Todescounter erhöhen, bevor ich es wieder vergesse. So, bei 62 sind wir. Eine Elite-Ritterrüstung. Ist die besser als die normale Ritterrüstung? Ja. In allen Belangen. Sie ist natürlich auch wesentlich schwerer dadurch. Also nicht wesentlich, aber sie ist schwerer. Hm. Wird denn, glaube ich, unsere neue Standardrüstung, sobald wir hier aus dem Sumpf raus sind? Gut. Ich würde sagen, die Seelen lassen wir in Ruhe. Ich möchte nicht unbedingt noch mehr Todescounter erhöhen heute. Na, dein Feuer kannst du stecken lassen. Käferchen, ihr braucht auch nicht ankommen. Ich habe keine Lust auf euch. Gut, und dann schlagen wir uns nochmal weiter in die Richtung. Da war ja noch ein bisschen was zum Erforschen. Na, kein Gift bitte, komm, kein Gift. Ja, sehr gut. Und da kommen noch ein paar Fliehen. Da hinten ran, ja. Nur noch treffen. Hey, 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 hey. Zwei mit einem Pfeil. Das ist sehr cool. Nun, jetzt müssen wir doch auch an die rankommen. Ja, genau so. Und du kriegst auch noch deinen Pfeil. Freu dich und stirb. Und meine Katze geht mir hier gerade ein bisschen auf den Wecker. Ist schon 18 Uhr, ist schon Futterzeit? Ich glaube nicht. Phoebe, nein, nein. Wir möchten das gerade nicht. Geh mal woanders spielen, Mäuschen. Ja, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Die Elite-Ritterrüstung ist recht gut, aber nicht die leichteste. Yep. Da gehe ich voll und ganz mit. Blöden Käfer hier einfach mal neu spawnen, finde ich irgendwie doof. Kannst ja richtig zugucken, wie die da aus dem Boden wachsen. Ja, natürlich. Hinter uns auch gleich wieder einer. Und daneben geschossen. Kannst du mal bitte treffen? Und natürlich vergiftet. Super. Ach, dann können wir jetzt auch wieder durchlaufen. So, gibt es da hinten noch was? Wir gehen jetzt hier erstmal den Baum hoch, würde ich sagen. Weg von diesen blöden Larvenviechern. Wir können uns jetzt hier mal im Moos klumpen. Natürlich, da unten gibt es was. Und hier haben wir eine Höhle mit einem Plankenschild. Na, das ist ja super. Das wird uns ja richtig viel bringen, glaube ich. Oh, die Viecher verfolgen uns. Die sind hartnäckig.
hartnäckige kleine Larven. So, da hinten geht's auch noch weiter. Und die Frames fallen hier gerade zusammen. Was ist denn hier los? So, ich würde hier mal runterrollen wollen. Lass mich mal in Ruhe. Wir nehmen die grüne Scherbe mit. Sind schon wieder vergiftet. So, wie kommen wir da jetzt wieder rüber? Oh, Leute. Okay, können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Wo habe ich denn da eben drunter geguckt? Wo das ganze Zeug lag? War das in die Richtung? Ja. Also von da sind wir gekommen und das hier ist jetzt letztes Ende. Das heißt, Sumpf in die eine Richtung erkundet, würde ich sagen. Warum sah das da hinten so aus, als wenn da noch was ist? Ach, das war nur so ein Feuerchen. Nee, da hinten liegt wirklich noch was. Da hinten liegt noch was. Mein Schwert alleine gefunden? Nein, natürlich nicht. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es das da gibt. Das gute Drachenschwert. Bin auch erst sehr viel später nochmal zurückgegangen, das Ding zu holen. Und es ist definitiv eine Erleichterung, muss man schon sagen. So, was haben wir hier? Eine Seele. Ich würde nochmal zum Leuchtfeuer abbiegen. Ja, komm, ich nehme auch mal mit. Und dann heilen wir uns hier drinnen schnell nochmal. So, einmal Ausrüstung reparieren, bitte. Achso, die, nein, nicht verstärken, reparieren. Ach, unsere Rüstung selber ist gar nicht beschädigt, okay. Entfachen wollen wir hier, glaube ich, auch nicht. Das lohnt sich nicht und, ja. Dann du noch. Irgendwie sieht die Flammenanimation ein bisschen komisch aus von den Viechern. Geht irgendwie kreuz und quer. So, lass mich mal hier raus, bitte, aus dem Sumpf. Ah, hier geht's wieder nach oben. Was ist denn das? Hinweise an sich nehme ich gerne an. Ja, natürlich, Brockenkott. Da ich festgestellt habe, ist ja hier ein Let's Play und mittlerweile sind wir schon bei Folge 20, haben eigentlich noch nichts erreicht im Spiel und ich das nicht unbedingt auf 200, 300 Folgen ausdehnen wollte, das Spiel. Also immer raus, wenn ich irgendwo Ecken vergesse, was übersehen habe, wäre ich sehr dankbar für. So, ist das jetzt eigentlich richtig, was wir hier machen, hier so nach oben direkt zu gehen? Da haben wir noch so ein Rad und so einen doofen Käfer, den wir wieder nicht treffen. So treffen wir ihn ab. Hallöchen! Behalt mal deinen Stinkeatem bei dir, da habe ich keine Lust drauf. Würde ich da auch gerne mal runterholen. Na, geht doch. So, da ist wieder so ein Gifttyp. An dem man erstmal nicht rankommen, so wie es aussieht. Wo kann der mal aus uns rausgehen?
schleifen hier die ganze Zeit diesen komischen Dings mit. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da hat uns gerade das Schwarze schon getroffen. Ach, hier können wir nach oben. So, Heinz Backe. Ich sterbe. Da ist gleich noch einer. Na super, und gleich wieder vergiftet. Das sind ja viele. Nennt mich Legion, denn wir sind viele. Alter! Ihr seht euch auch nicht mehr, oder? So, wie kommen wir an den letzten da drüben ran? Habe ich spontan keine Ahnung. Wir können hier erstmal runter. Ein paar Hundis ärgern. Oder die uns, oder... Was war denn das jetzt? Ach, wir sind schon tot. Oh, ich habe die Leben nicht gesehen. Ah, nein. Verdammt. Verdammt, da habe ich nicht auf die Leben geachtet. So, gleich mal den Todescounter erhöhen. Wollen wir ja nicht vergessen. Wollen ja hier eine ordentliche Statistik führen. Ach, Mist, ey. Das war jetzt auch wieder blöd. Das mag ich immer nicht, wenn man mit fast vollen Flakons stirbt. Finde ich ein wenig unschön. Wir können ja auch den Sumpf noch weiter erkunden. Da gibt es ja sicherlich noch ein, zwei Ecken, wo wir jetzt noch nicht waren. Aber ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh. Meine Seele noch ein bisschen behalten hätte können. Eieiei. Warum sind wir da jetzt runtergefallen? Letzter, ja. Sehr gut. So, dann können wir da runter. Und was machen wir denn da? Schauen wir uns später an. Ich würde mich jetzt erstmal hier oben umgucken wollen. Jetzt haben wir ja keine Probleme mehr mit den Typen, die uns hier beschießen. Außer hier in den Ecken stehen plötzlich noch welche. Ah, siehst du, da oben ist nämlich... Da ist nämlich doch noch einer. Der da so ein bisschen vor uns wegrennt. Nicht runterfallen. Sehr gut. Und dann können wir da unten jetzt mit den Hundis spielen. Eigentlich mag ich ja Hunde, aber so in Spielen als Gegner nicht schön. Das kannst du schön stecken lassen, Kollege. Aua. Punkte bringen. Das ist eigentlich okay, ja. Für zweimal zuschlagen. So, hier gibt's nichts. Hier unten sind noch. Aua, zwei. Der fängt da schon wieder mit seiner Flamme an. Theoretisch kann man das Spiel in 45 Minuten schaffen. 45 Minuten für dieses Spiel. Ja, kann man machen. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt.
wenn man die Wege kennt und so, kann man hier sicherlich auch nochmal einen zweiten, dritten Durchgang machen. Und halt vielleicht wirklich mal ein... eine Feuerhüterseele. Sehr schön. Vielleicht auch mal einen Speedrun angehen. Obwohl man sich, glaube ich, dafür noch ein bisschen belesen muss. Gerade hier so mit den schnellen Wegen, Abkürzungen. Was nimmt man da so mit, ne? So, wo sind wir hier jetzt? Welches ist denn das Zahnrad, was wir vorhin genommen haben? Hier sind keine Dinger dran, ja. Also brauchen wir hier jetzt gar nicht runterspringen. Wir sind ja mit dem anderen da hochgekommen, glaube ich. Würde ich das auch dabei belassen, dann war das jetzt wahrscheinlich wirklich nur für die Feuerhüterseele. So eine versteckte kleine Ecke. Und du bist hier eine Tür, oder? Was ist das? Zugemauert, oder? Keine Ahnung, aber wir haben eine neue Feuerhüterseele. Das freut mich. Also wenn wir doch irgendwie mal wieder zur Feuerseelenhüterin vorbeikommen. Heißt sie eigentlich nur Feuerhüterin oder... Ich glaube, das ist nur eine Feuerhüterin, oder? Ich denke, da braucht man viel Zeit und Einarbeitung. Ja, das denke ich auch. Und ein Speedrunner bin ich auch überhaupt nicht. Also ich genieße wirklich die Spiele. Ich lasse mir wirklich viel Zeit, erkunde viel, merkt man ja vielleicht auch. Ich mag sowas eigentlich. Und einfach nur so schnell durchrennen bin ich persönlich kein Fan von. Du warst schon tot, ja. Du wabbelst ganz schön rum. So, Frage. Haben wir jetzt hier alles? Müssen wir noch irgendwas erkunden oder... Nee, hier waren wir noch nicht. Okay. Da ist noch so ein dicker Käfer. Da ist auch nochmal eine Leiter nach oben. Gucken erstmal hier weiter. Dass die immer so in mir hängen bleiben, finde ich ja faszinierend. Und da haben wir die Purpurrobe, eine Siedlermaske, ein Bandzinnbeschleuniger und hier kommt noch ein Käfer. So, und bist du ein Mimik? Nee, auch nicht. Auch eine normale Kiste. Zauberei, Linderung. Sehr schön. Und hier kann man runterfallen? Das machen wir natürlich nicht. Ach, das war die Ecke von vorhin, wo ich mir dachte, wie kommt man denn auf die andere Seite? Sehr gut. Und ich glaube, diese Robe, die ist doch sicherlich gut gegen Feuerschaden oder sowas. Können wir da mal gucken. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da, die Purpurrobe. Die hat... Die ist ja richtig gut. Also, im Gegensatz zu unserer jetzigen. Flugresistenz ist die gut gegen. Die Purpurrobe. Die Robe eines Zauberers, die Neulondo unter den Wassermassen begruben. Warte nochmal. Die Robe der Zauberer, die Neulondo unter den Wassermassen begruben, um die Geister der Finsternis und die in die Dunkelheit hinabgestiegenen vier Könige hinter einem Siegel wegzusperren. Einst waren die Siegler als Heiler bekannt, symbolisiert vom leuchtenden Purpur. Ah, Neulondo, ja, da haben wir auch schon ganz schlechte Erinnerungen dran. Ganz schlechte. War eine tolle Ecke. So, warum guckt hier so ein Zapfen raus? Kann man da runterspringen? Nein, ich glaube, das sollte man eher nicht machen. Und Borgenkotz, danke fürs Follow. Schön, dass du jetzt mit in der Horde dabei bist. Nein, 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 nein. Warum bin ich denn da jetzt schon wieder abgerutscht? Verdammt.